Hochverehrter Herr Bundespräsident, 12 lange Jahre mussten Sie das Amt verwalten, haben Sie es mit uns ausgehalten, mit uns und unseren sauren Wiesen, die unaufhörlich bei uns sprießen. 12 lange Jahre haben Sie den Job ertragen, dafür möchte ich Danke sagen, wer auch nach Ihnen kommt, hat es nicht leicht, er muss ertragen, dass man ihn mit Ihnen vergleicht. Und ein Sprichwort in Wien sagt, es kommt nichts Besseres nach. Sollten sich auch alle sehr bemühen, wenn wir Vergleiche ziehen, kommt heraus als Resultat, es kommt nichts Besseres nach. Und in Ihrem Fall, da wär's ein Wunder, versprechen's auch alle uns hunderte Male auf manchem Großplakat. Große Österreicher sind Mangelware, auch als Bundespräsident. Und wir wurden in den letzten 12 Jahren in diesem Punkt verwöhnt. Darum fürcht ich, es kommt nichts Besseres nach. Bald kommt es zur Hofburgübergabe. Eines steht fest, auch ohne Attest, es kommt nichts Besseres nach. 12 lange Jahre konnte man sich darauf verlassen, was sie sagen, wird schon passen. Sie konnten uns vor Augen führen. Es geht hier nicht nur ums Repräsentieren. 12 lange Jahre reichten sie dem Land zur Ehre, ohne dass es peinlich wäre, ganz ohne zeremonielles Getue. Wenn sie was sagten, dann hörte man andächtig zu. Doch jetzt steht zu befürchten, es kommt nichts Besseres nach. Eine gute Zeit geht heut zu Ende. Man spricht von einer Wende, mancher gibt sich visionär, doch es kommt nichts Besseres nach. Dieses alte Sprichwort hat heut Geltung, egal was erzählt wird, wer heute gewählt wird, der hat's noch ihnen schwer. Fügen wir uns ins Unabwendbare. Vielleicht haben wir Glück und wir haben Glück, doch wir denken an die guten 12 Jahre mit ihnen lang noch zurück. Weil ich weiß nicht, es kommt nichts Besseres nach. Sowas kann man nicht synthetisch machen. Ein Staatsoberhaupt, dem man umschaut, er glaubt, ein schneeweißer Rabe mit diesem Gehabe, ein Mann so integer wie Rudolf Kirchschläger. Naja, es kommt nichts Besseres nach.